Besonders freut uns natürlich immer, dass bei diesem Event auch so, so viele neue Leute dabei waren. Und deshalb waren wir auch so viele, weil wir dachten, es ist so cool, auch junge Leute dabei zu haben, die noch sehr selten programmiert haben. Das waren in dieser Gruppe hier 2 von 3, die zum allerersten Mal dabei waren und auch, ich glaube, fast zum allerersten Mal so ein großes Projekt gemacht hat. Melli war schon 10-mal dabei. Deshalb konnte sie die anderen beiden ganz gut an die Hand nehmen und zusammen haben sie ein super, super schönes Projekt entworfen, das wir, glaube ich, alle gut brauchen, weil ich glaube, wir achten alle ein bisschen zu wenig auf Inhaltslisten, wenn wir in der Drogerie einkaufen gehen. Bühne frei für Friendly Shampoo und Matti, Melli und Stella. Genau, wie Liv schon gesagt hat, unser Projekt heißt Friendly Shampoo und ja, ich bin Matti. Ich bin Melli. Und ich bin Stella. So. So, jetzt geht es mal darum, was haben wir gemacht? Ganz simpel, eine Website. Also wir haben jetzt noch nicht so viel gemacht, aber warte mal. Ja, wir haben jetzt diese Website. Da gibt es hier so ein Tab, wo man Barcode eingeben kann. Geben wir jetzt mal. Nein. Egal. Ganz schnell kopieren wir uns was raus. Oder nein, egal, wir machen es so. Wir geben hier irgendwas random rein. Und dann kommt heraus, dieses Produkt existiert nicht. Ja. Das ist jetzt erstmal. Das ist erstmal der Anfang. Wieso haben wir das Projekt gedacht? Uns ist aufgefallen, dass man oft im Drogeriemarkt steht und eigentlich gar keine Zeit bzw. Lust hat, zu schauen, welche Inhalte ist zum Beispiel in Shampoo drin und wie umweltfreundlich sind die oder sind die hautverträglich. Und deshalb haben wir uns überlegt, eine Website zu machen, die eben das zeitsparender und vereinfacht macht. Wie haben wir das gemacht? Bei unserem Projekt haben wir einmal mit Web-Scraping und Python gearbeitet. Außerdem haben wir eigene Daten gesammelt und dann auf unserer Website dargestellt. Weitere Technologien sind einmal HTML, CSS und JavaScript. Jetzt haben wir einmal unseren Code. Da oben steht sogenannte Shampoo-Raussucher. Mit dem haben wir die Artikelnummer rausgesucht. Da unten ist einmal Ingredient-Raussucher. Und dann haben wir durch die Artikelnummer dann die Zutaten, also Ingredients, gefunden. Damit man die Daten auch auf einer Website abrufen kann, haben wir dann eine Website mit HTML, CSS und JavaScript gebaut. Und jetzt zeigen wir euch einfach nochmal die HTML-Seite. Genau. Das ist das HTML, womit wir die Website dann gebaut haben. Ja. So, was fehlt uns noch? Anfangs wollten wir eigentlich eine Vergleichsseite machen, so dass man die Produkte, also die Shampoo-Produkte von der Umweltfreundlichkeit und der Hautverträglichkeit testen kann, damit man das beste Shampoo für einen selbst findet. Und auch fehlt uns die Namensanzeige, denn jetzt, wenn man eine Zahl eingibt, also eine Produktzahl, dann würden jetzt nur die Zutaten rauskommen und nicht der Name des Produkts. Genau, den Code haben wir auf GitHub
www.mentorinnen.com gepostet und wir wollen uns einfach nochmal bei unseren Mentorinnen Julia, Mira und Micha bedanken, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen lieben Dank. Ich war gerade eben noch in der Gruppe, dort wurde noch hin und her geschoben der Code und nebenbei wurde noch gearbeitet. Genau, vor allem besonders krass finde ich es. Stella und Matti, ihr saßt Freitag ja wirklich noch bei mir im Vorprogramm und wir haben so die ganzen Grundzüge vom Programmieren gelernt und jetzt könnt ihr plötzlich eine Webseitenlogik programmieren und sogar eine eigene Webseite mit HTML und CSS machen. Auch eine. Wunderbar. Ich finde, das ist wirklich beeindruckend. Dafür habt ihr einen Applaus verdient.